Zunächst die Entschuldigung. Ich hatte eigentlich allen Menschen in Brandenburg zugesagt, dass rechtzeitig vor der Inbetriebnahme einer Außenstelle unserer Erstaufnahmeeinrichtung die Bürger informiert werden. Dieses Versprechen habe ich gebrochen. Es war einfach nicht möglich, meine sehr verehrten Damen und Herren, in der Hektik der letzten Tage eine Entscheidung zu treffen und sie rechtzeitig mit den betroffenen Anwohnern zu besprechen. Aber so viel steht fest. Dieser Standort wird keine zweite Erstaufnahme. Also wir schätzen das Engagement der ehrenamtlichen Helfer hier in Potsdam natürlich durchaus und sind froh, dass die Flüchtlinge von diesen betreut werden. Wir müssen allerdings einen bürokratischen Akt durchführen. Die Menschen müssen Identitätspapiere bekommen, dass sie nicht bei Polizeikontrollen ständig auffallen und festgehalten werden. Und sie müssen auch die Angaben abgeben, um das Asylverfahren einleiten zu können durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Deswegen der bürokratische Akt des Transports nach Eisenhüttenstadt, der Registrierung dort. Ja, und dann sollte man die Bewohner selber fragen, ob sie hier in der Notunterkunft bleiben wollen. Wenn das der Wille ist, lässt sich das sicherlich einrichten. Wir haben aber auch die Option, die Menschen unterzubringen in regulären Wohnheimen mit guter Qualität, wie zum Beispiel das Ramada Hotel, das ehemalige in Frankfurt-Oder, oder Wohnheime der Arbeit der Wohlfahrt, wo also auch die Familien einen Rückzugsort haben und für sich bleiben können und gute sanitäre Bedingungen vorfinden, gute Betreuungsbedingungen vorfinden. Und das würde ich begrüßen, wenn die Flüchtlinge das selber entscheiden dürften und nicht über deren Kopf hinweg entschieden wird. Ja, seitens der Helferinnen, die ehrenamtlich helfen, auch Wahnsinniges geleistet haben, gab es ja vor allem die Frage, ob die Flüchtlinge denn nicht auch hier quasi registriert werden können. Und da ist, glaube ich, durchaus deutlich geworden, dass es jetzt eben nicht möglich ist, selbst wenn man es wollte, einfach aufgrund der Personalsituation. Und dass es ja auch für die Flüchtlinge quasi ist und durchaus auch von der Seite der Einrichtungsbetreiber, also des Auftraggebers des Landes, die Bereitschaft da ist sozusagen, dass man da auch auf die Einzelfälle eingeht und sozusagen die Flüchtlinge selbst auch entscheiden lassen will, was denn die Sache ist. Aber es ist klar, dass quasi egal ob in Eisenhüttenstadt oder hier, die Flüchtlinge nicht bleiben, sondern sozusagen hier nur aufgenommen werden erstmal, das Grundsätzliche gecheckt wird und es dann weitergeht dahin, wo sie tatsächlich länger bleiben.